Mobbing gegen Kinder und Mobbing gegen Familien mit Kindern muss endlich aufhören. Kinderschutz muss endlich mal an erster Stelle stehen. Für Kinderschutz muss sich endlich mal richtig angesetzt werden. Was? Es kann einfach nicht sein, dass ein Kind vor seinem Onkel eventuell wegrennt, nur weil der Onkel Steckdosenspiele spielen möchte. Es kann aber nicht sein, dass wir in der Schule Kinder haben, die Angst vor der Schule haben, weil sie nicht wissen, ob sie wieder verprügelt werden. Es kann einfach nicht sein, dass Vergewaltigung, Bedrohung und Prügel gang und gäbe sind und einfach drüber weggeschaut wird. Das ist kein Blödsinn, was ich sage, das ist wirklich Realität. Es kann aber nicht sein, dass ich Flüchtlingskinder nicht freiwillig waschen wollen in einer Sammeldusche, weil sie nicht wissen, ob sie danach noch Jungfrau sind und Angst haben vor den Erwachsenen, weil einige einfach nur noch krank sind. Es kann aber auch nicht sein, dass dass Kinder diskriminiert und ausgegrenzt werden, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben, weil sie eine andere Sexualität haben, weil sie eine andere Meinung haben. Es kann aber auch nicht sein, dass Menschen das einfach ignorieren. Diese Liste, was alles passieren kann, von Gewalt in der Schule, von Gewalt zu Hause, Vergewaltigung innerhalb der Familie, Vergewaltigung innerhalb des Freundeskreises oder im Bereich des Unbekannten, Diskriminierung und Ausgrenzung, nur weil man eine andere Meinung ist, weil man eine andere Hautfarbe hat oder woanders herkommt. Oder einfach anders ist und deswegen ausgegrenzt wird. Das muss definitiv aufhören. Wir vergessen immer, oh, ich muss wirklich sagen, die Menschen vergessen einfach Menschen zu sein. Wir sind doch alle gleich. Nur weil du farbig bist oder aus China kommst, eine andere Hautfarbe hast, vielleicht etwas kleiner bist, etwas größer bist, etwas dicker bist, etwas dünner bist, statt auf Jungs auf Mädchen stehst oder weil du einmal mal freier denkst, heißt es noch lange nicht, dass man dich diskriminiert ausgrenzt, körperliche Gewalt, seelische Gewalt gegen dich verwendet oder einfach mal die Lust anderer an dir rauslässt. Du als gefährdete Person musst geschützt werden. Und das erzähle ich nicht nur so. In meiner Laufbahn, in meiner beruflichen Laufbahn habe ich schon vieles gesehen und vieles gehört. Und es muss einfach aufhören, dass man einfach drüber wegschaut. Ich kann nicht mehr die Sprüche von irgendwelchen Blödmännern hören, die dann sagen, man kann ja nichts dagegen machen. Wisst ihr was, ihr feigen Säcke, ihr wollt einfach nicht dagegen machen, weil ihr selber darauf steht. Sorry, wenn ich das so sage. Jemand, der sagt, er kann nicht, der will nicht. Vielleicht mag er es ja selber mit Kindern, um es mal direkt auszudrücken. Aber das ist einfach nur abartig und ekelhaft. Und ich finde das einfach nur noch schlimm. Für mich als Vater ist es pervers, mein Kind in so einer Zivilisation aufwachsen sehen zu müssen, wo sich die Erwachsenen einen Dreck um die Kinder kümmern, wo die Arbeitgeber, Arbeitnehmer mit Kindern diskriminieren, ausgrenzen, mit Füßen treten. Gerade auf dem Land diese scheiß Bauernarbeitgeber, die denken, sie werden selbsternannte Götter mit Vatersyndrom, wir sind alle eine große Familie. Du machst Überstunden unbezahlt, du machst dies, du machst das. Dein Kind ist mir scheißegal, das kann irgendjemand anders erziehen. Das muss aufhören. Kinder müssen geschützt sein. Die Eltern müssen auch geschützt werden, damit sie ihre Kinder auch vernünftig erziehen. Was haben wir denn in den letzten Jahren? Was ist mir persönlich aufgefallen? Meine Arbeit. Immer. Um auf den Punkt zu kommen, in meiner Kindheit war kein Einzelfallhelfer, kein Schulhelfer, niemand da,
irgendwelchen Kindern geholfen hat, weil diesen Kindern nicht geholfen werden musste, weil die wurden richtig erzogen. Da war auch noch Arbeitszeit, wo die Kinder auch mit einbezogen worden sind. Heutzutage wird der Arbeitnehmer misshandelt, missbraucht und muss seine Kinder vernachlässigen. Das ist asozial. Was ist das Resultat? Immer mehr Kinder brauchen Hilfen in der Schule. Fast in jeder zweiten Klasse ist ein oder zwei Einzelfallhelfer oder Schulhelfer oder Schulbegleiter, die den Kindern helfen, überhaupt den Schulalltag zu überleben. Das gab es damals in den 90er Jahren zum Beispiel gar nicht richtig. Warum? Weil man es nicht brauchte. Heutzutage ist das gang und gäbe, ohne das geht es gar nicht, weil die Schüler sonst gar nicht mehr in die Schule können. Und das ist wirklich ein negativer Gang in die... Das ist nicht gut. Das muss einfach mal aufhören. Die Kinder sollen keine Einzelfallhilfe mehr brauchen, wenn die Eltern die Möglichkeit endlich mal bekommen, ihre Kinder vernünftig erziehen zu können. Gut, es gibt Kinder, die haben eine Diagnose. Ob jetzt nun Epilepsie, FAS, ADS oder Autismus. Das ist was ganz, ganz anderes. Das ist wirklich was ganz anderes. Dass die jemanden an ihrer Seite brauchen, ist klar. Aber nicht wegen Verhaltensauffälligkeiten. Die Verhaltensauffälligkeiten treten doch dann erst auf, wenn irgendwo in der Kette ein Glied kaputt ist. Und dieses kaputte Glied ist meistens da, wo die Erziehung anfängt. Die Erziehung fängt meistens da an, wo die Fürsorge am richtigen Punkt ist. Ist die Fürsorge nicht am richtigen Punkt, dann kann die Erziehung auch nicht stattfinden. Dann wird das Kind verhaltensauffällig. Dann wird das Kind in der Schule verhaltensauffällig. Dann braucht das Kind irgendwo Unterstützung, weil es sonst nicht mehr in die Schule richtig kann, weil es Weglauftendenzen hat, Aggressionen hat, sich nicht mehr konzentrieren kann. Soll ich noch weiter erzählen? Es bringt nichts, weiter zu erzählen. Ihr wisst, was ich meine. Unsere Kinder brauchen Unterstützung. Unsere Arbeitnehmer mit Kindern brauchen Unterstützung. Und diese scheiß beschissenen Arbeitgeber, die denken, sie müssten mit ihren Arbeitnehmern, mit Familien, alles machen, was sie gerne wollen, den sollte man eigentlich einen Hammer auf den Kopf hauen, am besten unter die Erde. Und dann sollten sie sich mal selber rausgraben und nach Hilfe betteln. Damit die auch mal begreifen, dass sie auch Menschen sind, wie du und ich. Aber das vergessen ja Arbeitgeber meistens, dass sie Menschen sind. Sie denken, sie wären Götter. Und das kotzt mich wirklich an, dass Familien nur um zu überleben, alles machen und dabei ihre eigene Familie gefährden. Und das ist nicht Sinn und Zweck einer Erziehung. Um zum Punkt zu kommen, jedes Kind hat liebevolle Eltern verdient. Aber nicht alle Eltern haben Kinder verdient. Und damit meine ich die Eltern, die sich keine Mühe geben. Die Eltern, die sich Mühe geben wollen, aber nicht können. Das ist ein ganz anderer Part. Aber wir müssen alle an einen Strang ziehen und unsere Kinder und die Familie mit Kindern schützen. Kinderschutz ist unverhandelbar. Wenn wir alle an einen Strang ziehen, dann brauchen wir für diese Verhaltensauffälligkeiten, für diesen ganzen Schwachsinn, der damals nicht da war, keine Helfer mehr. Weil dann die Kinder quasi selber in der Lage sind, mit sich zurechtzukommen. Ohne jemanden an der Seite zu haben, der ihn die Hände fesselt, wenn er mal wieder seinen Mutausbruch bekommt, weil er zu Hause nicht richtig erzogen wurde, weil die Eltern nicht die Möglichkeit hatten, weil der Chef mal wieder gesagt hat, du musst die fünfte Nachtschicht jetzt hier schieben, du kannst dein Kind jetzt nicht ins Bett bringen, dein Kind ist mir scheißegal, du arbeitest für mich. Wir sind alle eine große Familie, am besten arbeitest du noch kostenlos für mich, damit du noch einen Zweitjob annehmen kannst. Das ist kein Schwachsinn, das ist die blanke Realität. Und dagegen muss vorgegangen werden. Und dagegen werde ich vorgehen. Und ich werde der Regierung, ich werde diesen ganzen Promis so auf den Sack gehen, dass die mir irgendwann nur noch irgendwie welche Rechtsanwälte auf den Hals jagen. Ich werde dafür kämpfen, dass diese Kinder geschützt werden. Dankeschön.